liebe Leute daheim, heute ist nach der kirchlichen Zählung der Jubilatesonntag. Jubelt Gott, aber ist uns überhaupt nach dem zumut? Der Krieg in der Ukraine, das Durcheinander an ganz so vielen Orten, nicht nur der Krieg in der Ukraine, sondern im Jemen und sonst wo noch. Wie können wir es fertig bringen, trotzdem Jubilate zu singen? Jubelt Gott an dem Tag, am 8. Mai 2022, wo man sich in viele Länder von Europa als Ende vom Zweiten Weltkrieg erinnert. Am zweiten Sonntag im Mai, wo traditionellerweise der Muttertag gefeiert wird. Und die ganze Frage um Mütter, Väter, männlich, weiblich und alles, was dazwischen ist, das Thema ist. Und an diesem Sonntag ist in der Ordnung der Predigtexte die Schöpfungsgeschichte uns auf den Tisch gelegt oder zum Nachdenken gegeben. Nicht Fakten, sondern Geschichten braucht der Mensch. So habe ich die Tage im Radio gehört, im Wissenschaftsmagazin. Nicht Fakten, sondern Geschichten. Und die Bibel erzählt Geschichten. Und Schöpfungsgeschichte ist eben eine Geschichte. Nicht die alternative Schöpfung oder Evolution, Bibel oder Babel. Nein, eine Geschichte, wo erzählt wird, dass man damit und in dieser Geschichte und aus dieser Geschichte heraus kann leben. Weichulu Hashamayim Aretz Vekolze Va'am heisst dort am Schluss von der Schöpfungsgeschichte. Und dann geht es weiter. Gott ruhte von all seinen Werken. Und das ist mir das Wichtigste, das wollte ich euch mitgeben. Nehmt euch Zeit, für aufzuschnaufen, für Ruhe zu finden, gerade auch in einer Zeit von Krieg und Angst und Sorge. Aufschnaufen. Schabbat. Ruhe. Und dann kann man weitergehen, die Weisung auf den Weg brauchen und erinnert euch daran, wir müssen nicht alles können, aber Schritt um Schritt miteinander gehen, Männer, Frauen, vom Ich zum Wir. Und ich habe das Gefühl, dann kommt schon etwas, wo man damit leben kann und wo die Welt leben kann, trotz allem. Einen guten Sonntag euch.